say, hello, everybody. My name is Brandon Trantham, also known as the Red Elegant Pony, and welcome to my first Let's Play Doom 3 BFG Edition, the uncut version. And to be honest, I never played this game before, and I buy it for like 10 euros because I got it from a shop where they give out games in a low price, and I gotta say, this game is good. Well, I didn't play it, but by good, I mean like sound window is good, the main menu looks good, and everything, the graphic looks really good, I gotta say. And in case you're wondering why it's in another language, it's because there was the English language, so I had to put it on German and everything, so I'm really sorry about that, because I checked everything, there's no way to put this back on English, there's no way to put it on English, because there's no English language pack for this, so yeah, but like I said, I never played this game, I don't know what's gonna happen, I have no idea what I need to do, except for shooting zombies, since I know Doom and everything, and oh dear, this will be much fun, to be honest. So yeah. Oh, by the way, I don't know if I would get copyright strike for this one or not. In case if I do, then I will make a video message I got copyright strike and I need to wait 6 months until the things are end. To be honest, this game is literally loud and everything, so yeah. So I will try to talk a bit louder and everything, so yeah. So, like I said, in case if I get copyright strike for uploading this Let's Play of this game, I will wait 6 months until it's expired, then I will keep on uploading. I will still make Let's Plays on PC, but will keep them on my PC until the copyright strike is expired so I could upload. So yeah, so I guess that I could get started. I guess I could get started. Yeah. Die Union Aerospace Corporation ist das größte Unternehmen der Welt. Ursprünglich auf Waffen- und Verteidigungsprojekte spezialisiert, bringt sie so nun weitere Felder vor. Biologische Forschung, Weltraumforschung und andere wissenschaftliche Projekte. Dank unbegrenzter Gelder und der Möglichkeit, sich mit ihrer Forschung außerhalb der moralischen und rechtlichen Grenzen I can't understand German, because I'm here in Germany. Die fortschrittlichste Technologie, die je entwickelt wurde. Nice. Mars City. Transporter im Anflug erfasst. Aha. Mars Anflugkontrolle. Darkstar auf 07063. Wir sind bei 38000. Aha. Verstanden, Darkstar. Sinken auf 2000. Bodenkontakt bei 26972. Oh, damn. Wir haben Sie auf dem Radar, Sir. Sie werden gleich landen. Ausgezeichnet. Schicken Sie Counselor Swarm direkt zu. Oh, damn. This game looks so good right now. Tower, hier Darkstar im Landeanflug. Damn, what a ship! Verstanden, Darkstar. Alles bereit. Willkommen zurück. Aha. Uh-huh.
Stimmt. Aber das ist das letzte Mal. Ich tue es leid, immer wieder seinen Dreck wegzuräumen. Richtig. Sie übernehmen hier. Und ansonsten schlage ich zu. Wenn es denn sein muss. Betrüger wird lernen, sich nach uns zu richten. Wie Sie wünschen, Kanzler. Damn. Wow. Holy shit. Look at this graphic. This looks so amazing. Willkommen auf dem Mars. Alle Neuankömmlinge müssen sich am Empfang melden. Can I change them? Hey, this looks so good. How do I get the flashlight? Let me check. Let's see, flash. F. So I need to use F. But so I don't have anything. Whoa. Jeez. So what did he say? He said I need to go here, right? Okay, that kind of scared me, the voice. Gehen Sie für eine schnelle Abfertigung direkt zum Empfang. Ich muss hier raus. Where do I need to go? Cool. Whoops. Damn, this gravel looks so good so far, damn. Hallo. Ich muss dich bitten, für einen Bioscan auf eines der roten Vierecke zu treten. Das dauert nur eine Sekunde. Okay, ich fange dann mal an. Du musst stiller sein. Wenn du dich bewegst, dauert der Test nur länger. Gut, der Bioscan sieht gut aus. Freigabe erteilt. Whoa! What was that thing? Für alle wissenschaftlichen Forschungen, archäologische Studien und Forschungsprojekte bei der Verwaltung. Erstes Ziel der UAC sind die Sicherheit und das Wohlergehen aller Mitarbeiter und Gäste. Darum bitten wir, alle Unternehmensvorschriften der UAC zu jeder Zeit einzuhalten. It's really fun. And so far this is really fun to play, damn. Whoa! Okay. Erstes Mal. Lass deine Tasche ruhig hier. Ich lass sie zu deinem Quartier bringen. Okay, zunächst erstmal das Wichtigste. Dies ist dein Personal Data Assistant. Ah. Für den Zugang zu allen sicheren Bereichen. Freigaben für Sicherheitszonen werden sofort heruntergeladen. Er ist wichtig. Verliere ihn nicht. Ich sehe hier, dass Sergeant Kelly angefordert hat, dich sofort zu sehen. Geh direkt zum Marine-Kommando. Es geht da lang. Folge den Schildern. Nice! Nice! But I still need a flashlight, please.
Whoa! Okay, that was unexpected. So. Okay, I won't smoke. Habt ihr noch nie gesehen? Bist wohl bei der neuen Abteilung, die nach uns sehen soll. Aha. Ey, this is just cool. And sorry if the game is in German. Offenbar gravierende Probleme gibt. Ach wirklich? Muss ich Sie an die bahnbrechende Arbeit erinnern, die wir hier tun? Nein. Wow. Aber ich wurde vom Vorstand autorisiert, mir alles anzusehen. Der Vorstand hat Sie autorisiert? Der hat doch keine Ahnung von Wissenschaft. Die wollen nur, was ihnen noch mehr Geld einbringt, ein Produkt. Aha. Keine Sorge, Sie bekommen Ihr Produkt. Nach wie vielen Unfällen? Sagen Sie mir, Dr. Betruger, warum haben so viele Arbeiter Angst, beschweren sich, beantragen die Versetzung vom Mars? Sie kommen halt auf dem Mars nicht klar. Sie sind erschöpft und überarbeitet. Mehr und fähigere Leute und ein größeres Budget hätten selbst diese Unfälle noch verhindern können. Sie bekommen nichts mehr, bis mein vollständiger Bericht dem Vorstand vorliegt. Ich brauche vollen Zugang, Dr. Betruger, Delta eingeschlossen. Da gibt es doch sicher keine Probleme. Nur wenn Sie sich verziehen, Swan, bleiben Sie mir vom Hals. Hier werden bald erstaunliche Dinge geschehen. Warten Sie nur. Oh, jeez. Something will happen. That I understand. Okay, so where to now? I was here, right? Oh, yes, I was here. Damn, this mouse move is really... In diesem Bereich hast du noch keine Freigabe. Geh weiter. Have you ever something about like being nice to me? Entschuldige. Dude, you just scared the living hell out of me. Ooh, toilets. Special one. Damn. IPN News Network, Universum, jetzt. Miller, hast du von Corporal Allen gehört? Tja, er ist wohl ausgeflippt. Ist die Woche nach Hause. Einen verloren, einen gewonnen. Ohne Scheiß. Wen sie jetzt wohl ins Bravo-Team versetzen? Super Turbo Turkey Puncher 3. What the? Super Turbo Turkey Puncher 3. Okay, that is weird. Okay, then I will keep on going. That was weird. Ah, that's a toilet. Im Delta soll's noch mehr Unfälle gegeben haben. Unfälle? Der's gut. Wait a minute. Let me check something first. Whoa. Wait a minute. Ah, why? So I need to go somewhere else. That's where the toilet is, so I need to go here. Aber was überlastet sie so? Verdammt, wie viel Energie brauchen die denn? Ich würde lieber nicht fragen. Als Travis anfing rumzuschnüffeln, wurde er ganz schnell versetzt. Hab ihn nicht mal gehen sehen. Ja, Glücksbild. Ich würde das hier gern schnell reparieren. Das Marine-Kommando ist gleich um die Ecke. Warum nervst du nicht dort wen? Some people are being nice to me. Damn. Dr. Brady, bitte kommen Sie zum Büro der Umweltverwaltung 4 Alpha. Du musst dich sofort bei Sergeant Kelly melden. Er ist in der Kommandozentrale. Okay.
Holy shit. What was that, a freaking zombie? No way. Hier ist die Leitung des Delta Wissenschaftsteams. Wir fordern ein weiteres Sicherheitsteam für Delta an. Ja, Sir. Danke. This is so cool. I'm just... Wait a minute. This was the place where... Yes! Because... Wait a minute. Verlier keine Zeit mehr. Geh zum Sarge. Wait, so I was here? Then I went through... Oh yeah, right then. I was here. So this is the right place. Yeah. Hast du nicht ein paar Befehle zu befolgen? Das hat ja gedauert. Damn. Sorry, I was just checking the place. Sorry, guys. Als ranghöchster Scheißneuling darfst du ihn suchen. Seh dich in der alten Kommunikationsanlage um. Angeblich wollte er dorthin. Der einzige Weg ist die Wartungspassage unterhalb von Mars City. Aha. Ich habe die Wache so programmiert, dass sie dich zum Wartungsaufzug führt. Der folgst du hoffentlich besser als den Befehlen bisher. Am Sicherheitskontrollpunkt unten am Aufzug findest du Ausrüstung. So. Und wenn du ihn findest, bring ihn einfach zurück. Rühr ihn nicht an. Los jetzt. Whoa! Am I supposed to follow the thing? Oh, it's saving. Nice robot. Oh damn. Möchten Sie mehr Credit sammeln? Melden Sie sich noch heute bei Ihrem Abteilungsleiter als Freiwilliger für das Delta-Labor. Nein, was? Whoa. Well, sorry. Ah, this is the place where I need to go, right? I don't know the password for this, so I'm gonna leave it. Okay. Okie dokie. Now, I gotta say, so far, this is really a good game. So far. Willkommen im Verlies Marine, dem langweiligsten Ort auf dem Mars. Schnapp dir eine Rüstung und sichere deine Waffe, dann geht's durch die Sicherheitsschleuse. Okay, nimm dein Zeug. Jetzt bist du einsatzbereit. Testen wir kurz den Funk. Mars-Sicherheit, Funktest. Super. Gutes Signal. Du bist für die stillgelegte Kommunikationsanlage eingeteilt. Nimm den Hauptkorridor durch die unterirdische Verzweigung, dann geradeaus. Du wirst kurz draußen sein und kannst dir die Marsoberfläche ganz aus der Nähe ansehen. Okay, du bist bereit. Ach ja, da unten arbeiten Zivilisten. Halt dich zurück und fang nicht an rumzuschießen. Okay, I won't. Do I have... Oh, I now have a flashlight because this place is really dark. Ooh. I don't like that noise. Hey,
Wow! Du bist ein Wissenschaftler. Ich bin nicht sicher, ob du ihn finden willst, aber egal. Dude, you just... Mann, Scotty, das habe ich schon tausendmal gemacht. So schwer ist das nicht. Komm, riechst du da nicht mit deinem fetten Arsch hier runter und mach das selbst, weil es mein Job ist, dass du es tust. Mach die Kupplung fertig, damit es weitergeht. Hey, ich weiß nicht, ob ich dir helfen kann. Ich habe zu tun. Ja, okay, okay. Not one of this place. Damn, I gotta say, this game is so far really good right now. Whoa, what is these? Können die Erwartungstypen denn keine der Maschinen am Laufen halten? Ja, Sir, aber das Wissenschaftsteam verlangt den Dingern eben viel ab. Lass die ausreden. Mach deinen Job und besorg dem Wissenschaftsteam, was es braucht. Ich tue mein Möglichstes, aber manche Vorfälle in den Systemen kann ich nicht erklären. Merkwürdig. Mach es einfach. Schleichen die sich immer so ran? Die Hunden sind eh schon alle nervös wegen der seltsamen Dinge. Aha. Because of the strange stuff happening. Okay, now I cannot see too well because this is just so dark. Okay. Bist du auf dem Weg ins Kommunikationszentrum? Beeil dich besser. Diese Passage führt nicht bis ganz dorthin. Eine kurze Strecke führt draußen lang zur Luftschleuse. Dein erstes Mal. Keine Sorge, du hast genug Sauerstoff. Okay, so I need some air. Was it? Holy shit, my air! How long? Damn. Nothing is happening much, but I hope something will happen. Hier ist Sergeant Kelly. Du musst dich beeilen. Durchsuch den Bereich und schwing deinen Arsch zurück nach Mars City. Ende. Where to now? What's that sound? Nein, nein! Bitte, ich muss diese Nachricht absetzen. Sie müssen gewarnt werden, solange noch Zeit ist. Ich kann doch nicht... Sie wissen nicht, was ich sah. Sie können das unmöglich verstehen. Der Teufel ist real. Ich baute seinen Krieg. Ich kriege ungewöhnliche Messwerte rein. Nicht gut. Huh? What the? What's happening? What the? What happened to him? Is he a zombie? Okay, now something has happened. Nochmal, zurück zum Hauptquartier und wartet auf Befehle. Oh
Okay, there's one. Okay. Okay, that was... Okay, can please someone tell me what is happening here? What the... Okay, I'm just going. What was that? Yeah, yeah. What the? Whoa! Whoa, what the f- Kommandozentrale, wir versuchen den Bereich zu sichern. Get away! What the hell is happening here? Can please someone tell me what the hell is... What the hell is happening here? What the fuck? Woohoo! Get away! Okay, I cannot go through through there anymore. Flashlight, please! I need flashlight. Seriously? Whoa! Is he dead? Get him, get him! What the hell is happening here? Shit, I cannot see! Okay.
Now, I'm done playing. Now, save game. Yes? Okay, there, I did it. Now... What the hell? Oh my god. Do you guys just see this? Do you guys just saw this? This is literally... What the hell? Oh my god! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. I cannot believe what I'm playing. What I'm playing. This game is just so awesome. Like, the graphic, the sound, voices, and these 3D models and everything, and 3D items, and I gotta say, the creator of this game really did a good job, I gotta say. And in case if the creator of this game is watching, I have to say to you, you really did a freaking good job, because with the sounds, graphic, voices, 3D models, 3D items, the guns that you made for the game, and those scary zombies, and that freaking glowing skeleton head, like, damn, you really impressed me. You really freaking impressed me. I gotta say that. You really freaking impressed me. I gotta say that. Wow. So yeah. So that was the message for the creator of this game. Now I'm gonna say, like I said before, graphic good, sound good, voice good, 3D models good, 3D items good, guns, those 3D guns are good, and the controls are good, and the movement are good. Oh my god, oh my god, and the 3D building, like 3D walls and 3D, like those 3D walls, 3D persons, and the talking, and Jesus Christ, my god, and those zombies, they really jump scared me. They really did. I really have to recommend this game for you guys to play. I recommend this game for you guys to play. Believe you have to play this. You have to play this. Okay. Wow. To be honest, I need to calm down from this excitement, because I'm really excited what's gonna happen next. So yeah. And now my 3 minutes outro is done, so the only thing I will say right now before stopping the recording is thank you for watching this video on YouTube. Hope you liked it, hope you enjoyed it, hope you're gonna click on the like button, hope you're gonna send me some good comments and everything. And in case if you found any issues about this let's play, for example, face cam too big, face cam too small, or quality not good and everything, please tell me that per comments below, and then I will try to fix it if it's possible. And if you want to, you could share this with your friends per YouTube, and dang. So yeah, wow, wow. So yeah, so stay tuned for my next Let's Play Doom 3 BFG Edition Uncut version, and I will see you in my next video. Bye bye.